Hi und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drakensang. Ja, in der letzten Aufnahmesession haben wir es aus Guldur rausgeschafft. Nur zu erfahren, dass der König der Zwerge ein bisschen durchgedreht ist. Und wir uns jetzt darum kümmern müssen. Androsch mit euch. Die Tür wurde verriegelt, aber beunruhigende Geräusche dringen aus dem Saal. Noch konnten wir das Geschehen vor der Bevölkerung geheim halten. Es wird aber zunehmend schwieriger. Könnt ihr uns im Kampf unterstützen? Nein. Undenkbar für uns, unseren eigenen König anzugreifen, selbst wenn wir wissen, dass er von einem Dämon beeinflusst ist. Spreche im Namen aller Spießgesellen, wenn ich sage, sind dankbar, dass ihr diese Aufgabe übernommen habt. Ich fühle mich geehrt, hab keine Sorge, ich werde dieses Problem lösen. Ich werde das hintere Tor hinter euch wieder verschließen und erst wieder öffnen, wenn ihr die Situation bereinigt habt. Das vordere Tor hier bewachen wir. Soll ich euch nun reinlassen? Ja, öffnet die Pforte. Das sollten wir schnell erledigen. Den König retten. So, wir haben die Möglichkeit, einfach mitten rein. Oder aber wir schleichen uns an der Seite entlang. Und ignorieren erstmal die ganzen Zwerge. Wir müssen nämlich nur den König schwer verwunden, damit wir ihm die K-Funkelkristall aus dem Helm nehmen können. Und je weniger Wachen wir dabei töten, umso besser. Weil ich glaube, wenn wir gar keine töten, dann kriegen wir noch extra Erfahrungspunkte. So oder so ähnlich hatte ich das in Erinnerung. Und ja, wir haben den Vorteil, Arombolosch müsste gut Wunden bekommen können. Er ist ja nur ein normaler Zwerg. Das heißt, ein paar gezielte Schüsse und so. Sollten helfen. Oh. Okay, wir nehmen die beide in die Hand. Das da. Okay, ja, Rombolosch. Doch, er nimmt Wunden. Eine Wunde fehlt noch, dann ist er down. Okay. Was ist geschehen? Was habe ich getan? Der Karfunkel. All das Blut. Oh nein. Ich muss wahnsinnig gewesen sein. Jetzt sieht er ziemlich lediert aus. Euer Mann ist tätig, schon unter Einfluss eines Dämons der Zwietracht, der in dem Karfunkel steckte. Aber das ist nun vorbei. Der Stein ist zerschlagen. Ja, der böse Geist im Stein. Ich merkte zunächst gar nicht, wie er meinen Verstand umnebelte. Aber dann hat er mich zur Marionette gemacht. Diese Schmach. Ka-Angrosch Garamosch. Verhöhnt hat er mich, während ich stumm zusehen musste, wie seine Niedertracht mein Volk vergiftete. Ich sah Bilder im Geiste. Die Bestie sprach zu mir, dass ihn Drachenanbeter in den Karfunkel eines jungen Drachen gerufen hätten. In einer Burgruine.
Der Drache war tobsüchtig mit dem Dämon in seinem Schädel, doch der Dämon weidete sich nur daran. Früher oder später mussten unsere Drachentöter kommen, um den Lindwurm, der so nahe wütete, zur Strecke zu bringen. Und ich nahe habe ihn in meine Krone gesetzt. Das war alles von diesen Dienern des Feindes geplant. Der Dämon sollte Morolosch in den Untergang stürzen. Erneut habt ihr uns geholfen, Brenner und Historien. Euch soll stets ein Ehrenplatz in unseren Hallen sicher sein. Lasst euch von Zeug weiter weiße Stück aus unserer Schatzkammer geben. Ihr seid zu großzügig, Amorosch. Dieses Angebot nehme ich gerne an. Ihr habt das Leben all meiner Brüder verschont, die nicht von diesem Wahnsinn befallen waren. Die mit mir von diesem Wahnsinn befallen waren. Nicht ein einziger wurde getötet. Dafür solltet ihr noch ein drittes Stück aus unserer Schatzkammer mitnehmen dürfen. Vielen Dank, das ist zu großzügig. Wie ich sehe, habt ihr den Flammenhelm gefunden. Wir werden die Rüstung richtig zu einem Objekt zusammenfügen. Hier und jetzt, damit sie euch bei eurem weiteren Werdegang gut dient. Habt ihr sonst noch einen Wunsch? Ich war gekommen, um nach den Höhlen unter Morolosch zu suchen, wo vielleicht ein alter Schatz liegt, den die Drachenkultisten suchen. Das adamantene Herz. Mit der weiten Rüstung kann man durch die Feuerfälle von Algormosch in die Höhlen gelangen. Diesen Weg möchte ich gerne beschreiten. Ich erinnere mich, dass ich euer Ansinnen unter dem Einfluss des Dämons abgelehnt hatte. Nachdem ihr mich von dem Nebel und meinem Geist befreit habt, solltet ihr nun die Erlaubnis erhalten. Was immer die Drachendiener suchen, soll zuerst von euch gefunden werden. Xolgoras, was wissen wir über die Feuerfälle? Mein König, ich habe mich intensiver mit den Aufzeichnungen dieser Verräterin Adesia befasst und interessante und für uns günstige Umstände herausgefunden. Die Teleportplattform, die sie ausgegraben hat, führt an mehrere Orte. Um den Teleporter zu benutzen, muss man diese Obsidianscheiben aufwenden, die in dem Prozess dann aufgebraucht werden. Ja, das habe ich auch herausgefunden, aber ich habe keine weiteren Scheiben gefunden. Diese Erkenntnis nutzt uns also nichts. Ah, nicht so vorschnell. Als wir die Obsidianscheibe fanden, die ihr benutztet, um das Portal zu öffnen, da wäre mir, als hätte ich ein ähnliches Objekt schon einmal gesehen. Und tatsächlich, wir Angroshim haben bei unseren Ausgrabungen vor langer Zeit etwas Vergleichbares gefunden. Ich habe die Obsidianscheiben eingesetzt und ein weiteres Portal geöffnet. Seid ihr durchgegangen? Was ist auf der anderen Seite? Gemacht, gemacht. Das Portal unterscheidet sich von demjenigen, das ihr benutzt habt. Es strahlt eine starke Hitze aus, deswegen vermute ich, dass es mit eben jenen Feuerfällen in Zusammenhang steht, die ihr durchschreiten wollt. Je länger ich die Aufzeichnungen studierte, desto mehr schien es mir, als dass nicht die wahren Feuerfälle gemeint sind, die heißen und tödlichen Ströme flüssigen Portalgesteins, sondern eben jenes Portal. Dann kann ich also durch das Portal in Adesias Räumen hinter die Feuerfälle gelangen? Ja, das denke ich. Ich bin mir sogar sehr sicher. Das Portal ist übrigens geschützt. Dadurch, dass es mit den Feuerfällen verbunden ist, strahlt es eine tödliche Hitze aus, die kein lebendes Wesen durchstreiten kann. Ihr jedoch habt die Flammenrüstung errungen. Sie wird euch ermöglichen, dieses Portal zu durchstreiten. Ja, da bin ich mir ganz sicher. So ist also die Flammenrüstung der Schlüssel. Ja, das fügt sich alles zusammen. Das Orakel der Hinsinde hat mich also bis hierher geführt und mir alles in die Hand gegeben, was ich brauche, um diese Aufgabe zu lösen. Fürwahr, es ist euer Schicksal, diesen Weg zu beschreiten und zu obsiegen. Dann werde ich keine Zeit mehr verlieren. Hab Dank für alles. So, jetzt tragen wir wirklich die komplette Feuerrüstung. Also auf allen Slots. Wenn wir sie ausziehen, sind wir nackt. Wieder anziehen stellen. Aber ja, diese Rüstung gibt einem wirklich alles Mögliche, inklusive Immunität gegen Umwerfen. Mutbonus, Gewandtheitsbonus, Fingerfertigkeit, Konzentration, Körperkraft, den Helm der Flammen und Immunität gegen Umwerfen. Die Feuerrüstung erstrahlt ihre ganzen Pracht. Ja, und gibt bis auf den Bauch auf alles 6 Rüstung. Da ist Fulgrim noch ein bisschen besser mit teilweise 8 und 7 und sogar 10. Allerdings wiegt sie nur 1,2 Behinderung. Und das gleichen wir ja super aus mit ein einzigem Mal oder 2 Punkten Rüstungsgewöhnung. Ja. Kann man nicht meckern.
Es steht alles bereit, damit... Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte die Queste. Also geschlossen haben wir... Ja, der Fluch des Karfunkels ist gebrochen. Bringe Aurombolosch zur Vernunft. Frage nach dem Feuerfeld. Aurombolosch hat mir den Zugang zu den Höhlen gewährt. Ich muss erneut durch den Teleport in Andesias Gemächern gehen. Xolgorax hat dort ein weiteres Portal geöffnet. Mhm. Ja, Reise durch die Feuerfälle. Jetzt gilt es, durch die Feuerfälle zu reisen, um das Adamantenherbst selbst zu finden. Dazu muss ich das Portal in Odysseas Wohnstätte durchschreiten. Mhm. Aber erstmal, wie immer. Also erstmal holen wir uns noch die Sachen vom Zeugwart, die wir können. Gucken, was wir mit dem Helm anfangen können. Da haben wir ja auch noch eine Queste. Und ja. Ich werde wahrscheinlich vom Zeugwart den Ring und die Einhandaxt nehmen. Wie sieht es eigentlich mit dir aus, Gerling? Wächs zum großen Drachentöter. Wartet, ich habe eine Bitte an euch. Es ist ein klein wenig delikat, aber ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Worum geht es? Ich habe Nachricht von Graf Grovin erhalten. Er bat mich, ein paar Informationen zu überprüfen. Die steht in den Büchern, die im Thronsaal stehen. Nur kann ich dort nicht nachschlagen, ohne dass es Fragen aufwerfen würde. Ihr jedoch habt Zugang zum Thronsaal und könnt die Werke dort lesen. Es geht also um nichts weiter, als ein paar Informationen in den dort aufgestellten Büchern nachzulesen. Was ist denn so delikat? Sprechen wir hier über Spionage? Es geht um ein paar Stammbäume in deren mögliche Verquickung und deren mögliche Verquickungen. Delikat ist deswegen, weil es um mögliche Abstammungs- und Erbschaftsangelegenheiten geht. Ihr müsst wirklich nichts weiter tun, als die Bücher zu lesen und mich dann nachzuinformieren. Wenn es weiter nichts ist, dann helfe ich euch gern, Gerling. Ja, Information für Gerling. Lies die Bücher in Trosa. Ich soll für Gerling in den vier Büchern lesen, die im Thronsaal von Morulus stehen. Er braucht Informationen, um irgendwelche Erbschaften zu klären. Ja gut, gehen wir aber erstmal zum Zeugwart. Vielleicht hat er auch eine Idee, was mit dem Schädel ist, den wir haben. Garrosche, Freund von Morulus. Ich hörte, dass der König euch zum Dank für eure Hilfe ein weiteres wertvolles Artefakt aus unserem Arsenal versprochen hat. Sagt an, was wollt ihr haben? Ja, einmal den Titaniumring. Eine großartige Wahl. Dieses gute Stück kam einst als Teil eines Tributs an den Bergkönig zu uns. Gerüchten zufolge wurde es dereinst einem Krieger gefertigt, um dessen höchste Tugend, seinen hervorragenden Mut und Kampfeswillen noch weiter zu steigern. Danke, der König versprach mir sogar ein weiteres Stück, weil kein Zwerg bei meinem Angreifen zu Schaden kam. Aber natürlich, welches Stück darf es sein? Die Streitaxt. Eine großartige Wahl. Die Streitaxt erhielt ihren Namen von ihrem Schmied, dem Meister Kargosch. Als er sie vollendet hatte, wusste er, dass er etwas Grandioses erschaffen hatte. In seiner Bescheidenheit sagte er Kangroscha und dies wurde der Name dieser außergewöhnlichen Waffe. Danke. Hast du noch was zu sagen? Garrosche, wie kann ich euch helfen? Ich habe in den Höhlen unter der Stadt diesen Helm hier gefunden. Ich wollte ihn den Angehörigen des Verstorbenen zurückgeben. Ein Helm, zeigt er mal her. Das ist ja erstaunlich. Es ist der Helm von Rumbart, Sohn des Ragimo. Er war ein Großonkel von mir. Die Familie hat nie erfahren, was aus ihm geworden ist. Ich fand den Helm in einem zugemauerten Gang. Offenbar drang dieser Rumbart bis in die verschlossenen Höhlen vor, in denen untote Gräume wandelten. Ich denke, er fiel ihnen zum Opfer. Eine glückliche Fügung. Das Gedenken unserer Ahnen ist für uns an Groschim sehr bedeutsam. Wir wussten lange nicht, wie Rumbart starb. Seine Grabtafel konnte nicht beschriftet werden. Ich danke euch, dass wir nun Gewissheit haben. Bitte nehmt diese kleine Summe als Dank. Kann ich euch noch irgendwie helfen? Nein, eigentlich nicht. Ja, damit haben wir den Sapeurhelm. Ich habe den Helm den Angehörigen übergeben. Sie waren froh, dass das Schicksal ihres Vorfahrens nun geklärt ist. Auch wenn ich über seinen Verbleib keine frohe Kunde herbringen konnte. So, wir haben jetzt den Ring. Körperkraft plus 3. Hm.
Ich versuche mein Bestes. Ja, eigentlich ist der wirklich was für Vorgrim. Der braucht nämlich... Das ist krass. Zwei Lebenspunkte bringt ihm das?